Hallo, wir sind hier heute im NH Hotel Leipzig Messe. Ich habe ganz, ganz kurzfristig ein Hotelzimmer in Leipzig benötigt. Und da ich einen recht günstigen Tarif für dieses Hotel bekommen habe, habe ich mir mal vorgenommen, mir das NH Hotel in Leipzig an der Messe anzuschauen. Das ist ein Vier-Sterne-Hotel. Wir sind gerade ins Zimmer reingekommen und gehen gleich mal links ins Badezimmer. Man sieht hier Waschbecken, Kosmetikerdecke sind auch vorhanden, eine Badewanne mit Dusche ist vorhanden, allerdings mit so einem Textilduschvorhang, was ich nicht so prickelnd finde, aber okay. Toilette. Ablagefläche gegenüber, Kleiderbügel, kleiner Schrank und ein Safe. Gehen wir ins Zimmer rein. Das ist recht groß, muss man auch mal sagen. Das wirkt sehr positiv. Großes Bett mit durchgehender Matratze, sowas mag ich. Lichtschalter links und rechts vom Bett. Kleiner Schrank mit Spiegel, Lampe. Schöner, bequemer Lederstuhl mit Fußablage. Und hier sieht man noch den Schreibtisch. Stuhl, es ist Wasserkocher vorhanden mit Kaffee und Tee. Ich habe bekam noch eine Flasche Wasser kostenlos dazu. Ein paar Dinge aus der Minibar stehen hier oben mit Preisschild und so weiter. Der Fernseher. Schreibtisch ist sehr groß. Der Ausblick aus dem Zimmer ist halt, naja, mäßig, Gewerbegebiet mäßig nicht so toll. Ein bisschen Mangelware sind wir hier in Sachen Steckdosen. Hier ist eine hinterm Telefon versteckt, eine freie. Ansonsten müsste ich hier, glaube ich, irgendwo was rausziehen. Und da findet sich weiter keine. Am Bett sind leider auch keine frei, aber hier hinterm Stuhl, wenn man mal hier hinter guckt, hier unten drunter ist noch eine. Ja, das könnte man vielleicht, ist vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß, die geringe Anzahl der Steckdosen und wo sie sich befinden. Aber okay, ich bin hier eh nur für eine Nacht zum Schlafen. Morgen früh noch auf das Frühstück gespannt. Wenn man hier so ein Rauschen hören sollte im Hintergrund, das ist die Klimaanlage. Ansonsten, ja, es gibt wieder diese Steckkarten. Man hat mir gleich von Beginn an zwei gegeben, weil über die Steckkarte wird auch die Klimaanlage an- und ausgeschaltet. Also sprich, wenn ich jetzt keine hätte reinstecken würde, während ich abwesend wäre, würde sich das Zimmer aktuell wahrscheinlich ein bisschen aufheizen. Aber so habe ich halt da noch gleich eine zweite Chipkarte bekommen. Es gibt auch einen Sauna- und Fitnessbereich hier, den ich wahrscheinlich aus Zeitmangel eh nicht testen werde. Ja, macht einen sehr netten Eindruck. Sieht ganz gut aus. Normal würde man jetzt hier so um die 80 Euro mit inklusive Frühstück zahlen. Ja. Ist halt Leipzig. Ich habe es halt, wie gesagt, durch einen Spezialtarif etwas günstiger bekommen. Deswegen habe ich hier mal zugeschlagen. Soweit zum NH Hotel Leipzig Messe.